Morgen aus dem kalten Flensburg. Ja, eigentlich hatten wir uns richtig Schnee gewünscht, dass die Boote hier komplett eingeschneit sind und wir mit Schneeschieber zur Sliesand uns schieben, kämpfen müssen. Dem ist aber nicht so. Wir sind nach Flensburg gefahren, um uns hier heute mit zwei interessanten Wassersportlern zu treffen, sage ich mal. Der eine ist Jörg Knorr, bekannter Paddler. Das verbindet mich ein wenig mit ihm. Ich bin ja jetzt bis zu den Orlandinseln hochgesegelt und weiter. Und er sagte zu mir ganz lapidar, ja, da bin ich auch schon mal hingepaddelt. Der ist irgendwie in der Schlei losgefahren bis zu den Orlandinseln. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt. Um Tasmanien war er rum, Neufundland, Kanada, also irgendwie ein ganz verrückter. Und der andere Interviewpartner. Ja genau, das ist Andreas mit seiner Sliesand, eine OE 32 und mit der segelt er glaube ich schon 20 Jahre durch die Gegend, schreibt einen Blog und aufmerksam geworden bin ich auf ihn, ich glaube durch seine Segelfilme auch. Und der hat uns jedenfalls eingeladen auf sein Schiff und das wollten wir gerne bei, wie eben gesagt, hohem Schnee machen. Jetzt ist es so, wie es ist. Zumindest ist es minus 6 Grad und den treffen wir gleich. Und dann wird er euch erzählen, was sein Seglerleben so hergegeben hat bis jetzt. Eben haben wir noch am Steg gestanden. Jetzt sitzen wir schon hier drin bei Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Einen Tee haben wir schon den ersten gehabt. Mit Rum? Ja, Flensburger Rum. Nicht, das nicht wir. Nicht wir. Genau. Und ja, eigentlich kennen wir uns alle überhaupt nicht. So, und sitzen uns das erste Mal so face-to-face gegenüber. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, als wir unsere Testreise vor unserer großen Fahrt gemacht haben, das war 2010, da haben wir irgendwie Kontakt gehabt. Ich habe dir das auch schon mal geschrieben. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen nee, konntest. Nee, konnte ich nicht. Weil wir sind dann nach Stockholm gesegelt und waren so 3 Monate unterwegs, aber ja, wir waren ein bisschen vor dir. Und aus irgendeinem Grund hatten wir über dieses Segelforum oder Yachtforum genau, oder so irgendeinen Kontakt. Ich weiß nicht, ob genau, du was verkauft hast oder ich irgendwas wissen wollte oder so. Und da haben wir uns unterwegs mal hin und her gemeldet, ob wir uns, aber wir haben uns da nicht getroffen. Genau. Also, naja, und wir kennen uns zwar nicht, aber wir kennen alle unsere ja, Reisen. Auch die Klaus seine genau, Sachen kenne ja, ich zum Teil, also ja, wir kennen nicht dieselben Leute, wir kennen dieselben Reisen, dieselben Ecken genau, und kennen unsere Filme, aber wir kennen uns persönlich nicht. Deswegen war ich auch ganz neugierig darauf, dass ihr heute herkommt. Das genau, du hast spannend, ja auch gesagt, alle kündigen sich an, aber keiner kommt, habe ich gleich gesagt. Wir kommen auf jeden Fall. Genau, ja, und jetzt sind wir hier und jetzt würden wir natürlich ein bisschen gerne wissen, warum und wieso jemand bei minus 8 Grad, glaube ich, heute der kälteste Tag, unbedingt auf seiner OE in Flensburg im Hafen liegen muss und nicht in irgendeiner kuscheligen Wohnung am Sofa liegt. Also ich muss jetzt gleich dazu sagen, das schimpft meine Freundin, wenn ich mal behaupte, ich würde nur auf dem Schiff schlafen. Okay. Ich schlafe, wenn sie nicht in Flensburg ist, auf dem Schiff und das tue ich gerne und es ist nie kalt, es ist immer kuschelig warm. Hier, wir haben 20 Grad, ja, ganz deutlich. Und das Boot ist warm, auch wenn es draußen jetzt minus 6 oder 7 Grad hat. Da hinten ist nämlich das Thermometer für außen. Aber ich habe immer so ein Backup. Und dieses Backup, Wohnung ist nicht schlecht, weil ich festgestellt habe, dass im Schiff es doch sehr feucht ist. Kondenswasser, ich musste erstmal anfangen zu isolieren. Und meine Bücher sind nass geworden. Die Klamotten, die im Kleiderschrank ganz hinten drin liegen, an der Bordwand, sind feucht geworden. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, also wenn man hier in Norddeutschland überwintern will auf dem Boot, ist meine erste Erkenntnis, du solltest zumindest irgendwo noch einen trockenen Lagerraum haben bei einem Freund oder sonst ja, was. Und wenn das so praktisch ist, dass du eine Freundin hast mit einer Wohnung, ist auch nicht schlecht, ja. Ansonsten, ich wollte dieses Rudimentäre haben. Ich wollte schon immer auf dem Schiff leben. Ich mache ja im Sommer schon immer 3 bis 4 Monate lange Reisen, das schon seit einigen Jahren. Und ich finde keinen einzigen Tag in dieser Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich brauche was anderes als dieses Wohnen auf diesem Schiff. Ja, also dieses Schiff ist so was Kuscheliges, du hast alles, was du brauchst. Ich sage immer, vier Zimmerwohnungen mit Balkon. Ja, also du hast da hinten einen Arbeitsraum, Navitisch, du hast hier ein Wohnzimmer, da drüben hast du die Küche, da vorne hast du noch ein Schlafzimmer, Toilette hast du auch, das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Dusche.
bei dem Sommer, den wir letztes Jahr hatten, braucht man da auch keine Sommersonne. Pool hast du auch draußen dann? Genau, der Schwimmbad ist draußen. Ja, ja. Die Dachterrasse oder inzwischen ist es eher ein Wintergarten, weil ja die Kuchenbude draufhängt, habe ich auch. Also ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich brauche ja nichts mehr. Und hast du dann auch Menschen? Also ist das so ein bisschen wie im Kleingartenverein, wo so langsam der da hinten liegt und auch hier überwintert und der von da und so, dass also man sich zusammenfindet ich habe unter Leidensgenossen? Ja, jein. Also ich habe mir das ja anders vorgestellt, als hier. Also hier an Jaich, an dem Steg vom Jaich, das geht von A bis G, glaube ich, das sind glaube ich 6 oder 7 Stege, leben, ich würde es mal ganz grob überschlagen, sagen zwischen 10 und 12 Leute auf ihren Schiffen dauerhaft. Am okay. Steg A wohnen zumindest von 2, dass ich sicher weiß, hier wohnt auch noch der Ingo neben mir, am nächsten Steg wohnen 2, da hinten wohnen auch, also hier wohnen einige Leute. Wann fängt aber an, dich doch nicht so oft zu sehen, außer vorne in den Sanitärräumen, weil das Leben im Winter halt doch drinnen stattfindet. Also im Sommer sitzt man mehr draußen, man ist halt einfach kommunikativer. Ja. Aber wenn man sich jetzt sieht, also ich passe schon drauf auf, wenn ich mal einen irgendwo herlaufen sehe, dann spreche ich den auch an, wohnst du auch auf dem Schiff? Und somit kenne ich eigentlich jetzt eine ganze Menge Leute schon. Ja. Aber man muss gucken, wo die sind. Schöner wäre es natürlich, all diese 10 an einem Steg wären, oder irgendwie so eine Community wäre. Ja. Ja, man kennt so diese Schwentine-Flotte in Kiel. Genau, da wollte ich gerade. Genau. Und das ist auch Rote Orm, ne? Ja, genau. Ja, das sind gute Freunde von mir. Siehst du, die Welt ist klein, die Seglerwelt ist immer klein. Man kennt immer alle möglichen Leute, so wie vorher eben auch der. Die haben wir auf unserer Atlantikreise kennengelernt. Ja, genau. Die sind zu den Kanaren, genau. Na, egal. Genau, kenne ich, ja. Ich fahre doch in 2 Wochen bin ich bei denen. Auf dem TO-Treffen. Ach so. In Kiel. Ne, ich bin am 16. Februar oder so bei denen. Genau, da wollte ich eigentlich mich auch eingeladen, aber ich habe damals eine andere Party. Ich bin zum 50. Geburtstag eingeladen. Naja, gut, so passiert. Also, es wäre manchmal schöner, wenn so diese Gemeinschaft größer wäre. Andererseits, wenn man so anfängt, die Leute sich kennenzulernen, dann kann man auch mal beim anderen klopfen und schaut vorbei und schaut rein. Also, es überwindern viele Leute. Der Vorteil hier am Jaich ist, möchte ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber bis jetzt kriegt man immer noch einen Platz, dass durch den Bach, der da im Süden eingeleitet wird in der Hafen, und in diesem Bach anscheinend sowohl die Papierfabrik da oben wie auch die Flensburger Brauerei ihr Kühlwasser entsorgt, das klingt so ein bisschen umweltschweinisch, aber ich denke einfach nur Austausch, ist dieser Bach sehr warm. Und der fließt direkt hier an diesen Stegen vorbei. Also okay. Bis Steg E, hat man mir gesagt, haben die schon seit Jahren kein Eis mehr am Steg gehabt. Und letztes Jahr, als es doch so kalt war, im März, hat mir eine Freundin regelmäßig Fotos geschickt von ihr, die immer gezeigt hat, dass so 2-3 Meter außerhalb dieser Steganlage Eis lag. Zwar nicht dick, aber Eis war auf dem Wasser und hier war alles frei. Ja. Und deswegen habe ich echt gedacht, ich will unbedingt hierher liegen. Also hier muss ich mich nicht so viel um Eis kümmern oder so. Ja, super. Sag mal, du fährst jedes Jahr 3-4 Monate weg, sagst du. Seit wann? Also ich habe dieses Schiff 2007 gekauft und ab 2008, ich habe einen Job gehabt, wo ich ganz viele Überstunden angesammelt habe, über die Jahre hinweg. Ja. Und habe da damals gesagt, 2008, Mensch, jetzt habe ich eigentlich ein Schiff, der Osten ist offen, weil mein erstes Schiff war noch in den 90er, da war der Osten noch nicht so erschlossen, da traut man sich noch nicht weg. Und dann gab es natürlich schon die ersten Pioniere, Erdmann war dort, Röber war dort. Dann dachte ich mir, okay, jetzt fahre ich da auch mal hin. Und habe mir dann meine ganzen Überstunden zusammengenommen und konnte auf einen Schlag 4 Monate frei machen. Und das war natürlich ein Virus, ja. Also der war in mir gesät. Du kennst das auch, gell? Du bist ja jetzt auch nicht das erste Mal mehr unterwegs gewesen. Also wenn man einmal unterwegs ist, merkst du, dass es ein geiles Leben ist. Und Schweden, diese Inseln da droben, ist einfach auch wunderschön, das schönste Paradies. Ich habe wirklich Karibik gesehen, ich habe das Mittelmeer gesehen. Und trotzdem, und viele Leute, die es ähnlich gemacht haben, um die Welt sogar gesegelt, sie sagen, die schwedischen Scheren sind einfach ein Traum. So viele Ankerplätze, so viele geschützte Ankerbecher hat es ja nicht. Und deswegen war ich dann angefixt, habe dann die nächsten Jahre nicht ganz so viele Überstunden mehr natürlich gehabt. Hier hatte ich ja alle schon verbraten. Ja. Musste dann immer im Winter extrem machen. Viel arbeiten. Ja. Also ich bin Kameramann beim Fernsehen gewesen im Süden, in Bayern. Und da kann man natürlich so projektmäßig arbeiten, du kannst am Wochenende arbeiten, du kannst am Feiertag arbeiten, du hast eh oft Überstunden. Also ich habe es schon geschafft, so um die 3 Monate immer zusammenzuarbeiten. Mein Jahresurlaub plus nochmal 6 bis 8 Wochen Überstunden dazu gearbeitet. Es hieß aber auch, dass ich natürlich im Osten rum schon am grenzwertig fertig war. Ja, da war ich dann teilweise schon ausgelaufen. Das muss ich auch abkühlen, Gesundheit. Genau, Ostern war ich dann schon immer ziemlich durch. Und dann habe ich aber trotzdem die Sommer genommen. Und dann waren meine Kinder aber in dem Alter, wo ich sagen konnte, also jetzt kann ich mir das leisten, weniger zu arbeiten.
ich wusste ja auch, dass ich eigentlich mal langsam aus dem Berufsleben aussteigen wollte. Und ich war damals privat krankenversichert und das kann ich wirklich jedem als Tipp geben. Wenn du bis 55 es schaffst, wieder unter die Beitragsvermessungsgrenze zu fallen von deinem Verdienst, muss die gesetzliche Krankenkasse dich wieder nehmen und die berechnet sich ja immer aus deinem Gehalt. Das heißt, wenn du dann später immer noch weniger verdienst, hast du nicht die hohen Kosten, ja, die eine private Krankenversicherung hat. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, 2013, ich gehe jetzt auf 70%. Und ab dem Moment war es natürlich das gleiche Arbeiten. Ja, ich konnte aber nicht, muss nicht mehr jedes Wochenende, jeden Feiertag arbeiten. Habe trotzdem im Sommer meine 3 bis 4 Monate Überstunden zusammen gehabt, die ich dann ab Mitte Mai fahren konnte. Anfangs haben sie natürlich ein bisschen geguckt, aber irgendwann hat er diese Disposition bei uns gesagt, okay, der ist einfach 4 Monate nicht da. Und alle Autoren, die mit mir drehen wollten, wussten das, dass der von Mitte Mai bis Mitte September nicht da ist. Strich in den Plan gemacht und fertig aus. Und die haben das einfach unterstützt. Und ich war halt auch jemand, der dann in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, gut gelaunt war, weil ich natürlich einen anderen Lebensinhalt hatte und nicht nur diesen Beruf, der sich immer mehr veränderte, nicht nur zum Positiv, sondern man hat auch so in dem Beruf festgestellt, es wird immer härter, immer Zeit. Ja, aber jetzt bist du ja überhaupt nicht mehr in diesem Beruf. Genau. Und also alle gucken neidvoll auf die Sleaser, immer jedes Jahr ein neuer Blogbeitrag mit einer neuen schönen Reise und jetzt im Winter auch auf dem Schiff. Ja, genau. Und jeder also denkt sich, letztes Jahr, also letztes Jahr im Herbst, als ich wieder zum Bayerischen Rundfunk zurückgekommen bin, und zwar schon klar, dass der BR den Produktionsbetrieb verkleinern muss, halbieren muss und Leute abgebaut werden müssen. Und je länger du damit dann auch schwanger gehst du natürlich auch mit dem Gedanken, so, was machst du, wenn du dann ab Herbst nicht mehr arbeiten musst? Also ich dachte mir so, mein Sommerurlaub noch bis Ende August und ab 1. September oder 1. Oktober bin ich dann frei. Das heißt, du hast aber in München eigentlich eine Wohnung oder ein Haus gehabt und hast da fest gelebt. Genau, ich habe in München normale Menschen. Ja, genau, ich habe ein ganz normales Leben gehabt. Ich habe 3 Jahre in München gelebt, davon habe ich 27 Jahre beim Bayerischen Rundfunk fest angestellt gearbeitet, 3 noch als Freier davor. Und es war schon eine Riesenumstellung. Meine Kinder waren aber jetzt aber groß. Der Kleinste ist 22, jetzt ist er gleich schon 24, als ich nachdenken hatte darüber. Und dachte ich, okay, ich bin eigentlich jetzt frei. Und meine Freundin, wir haben uns eigentlich so kennengelernt, dass sie auch mir erzählt hat, sie hat Lust, im Alter nochmal in den Norden zu ziehen. Sie kommt aus Münsterland, liebt das Meer und war eigentlich gar nicht so glücklich mit München auf Dauer zu bleiben. Ihr seid gemeinsam hier nach Flensburg. Genau, und bei ihr hörte auch ihr Job gerade, so ein Projektjob gerade auf und konnte dann kündigen und macht sich jetzt selbstständig, ist jetzt leider noch sehr oft noch in München, um dort ihre Netzwerke zu nutzen, um sich selbstständig zu machen. Aber sie ist eben mit hier hochgegangen. Aber mit auf das Schiff, das wäre doch too much gewesen. Also sie hat gesagt, sie kann sich gar nicht vorstellen, im Winter auf dem Schiff, das ist ihr viel zu eng, zu klein, zu nass. Auf jeden Fall muss eine Wohnung her. Okay. Und deswegen haben wir dann im Mai schon witzigerweise diese Wohnung gesucht, weil wir halt im Mai gerade in Flensburg waren. Ja. Und deswegen haben wir diese Wohnung da noch, wo sie wohnt, aber meistens steht sie doch leer, weil wir doch beide festgestellt haben, dass wir beide verdammt gern hier auf dem Schiff sind, kuschelig sind, wir sitzen abends oft, wir entscheiden oft nach dem Abendessen kochen in der Wohnung. Das ist nämlich hier ein Problem mit Luftfeuchtigkeit, wenn man hier kocht. Aber wir kochen ja auch abends. Aber kochen in der Wohnung und sagen, wollen wir auf dem Schiff schlafen? Ja, okay, Wunder zum Schiff, ja. Okay. Und deswegen ist das Schiff auch durchgängig geheizt. Die Heizung läuft die ganze Zeit, drehen ein bisschen runter, aber wenn wir da sind, drehen wir so hoch. Es ist nie ein Thema hier auf dem Schiff zu wohnen, zu schlafen, es ist immer warm. Jetzt hat es dann angefangen, kälter zu werden. Jetzt habe ich dann noch vorne die Vorschiffsfluge ab mit einem Styropor, ab Wärme isoliert und habe noch eine Plane über die Kuchenbude gemacht. Jetzt fühle ich mich auch wieder wohl, ja. Also es ist wunderbar. Und diesen Sommer warst du quasi, sind wir immer so umeinander rumgesegelt. Ne? Genau. Du fährst überwiegend Schweden und Skandinavien. Ich war 2008 hat meine Langzeitfahrerei angefangen. Ich war 2011, 13 und 15 war ich in Schottland. Ja. Okay. Auf verschiedene Art und Weisen. Ja. Also einmal rund England von unten gekommen. Ja. Und dann einmal Richtung Orkneys, Norwegen zurück, einmal Shetland, Norwegen das zurück. Das genau. Super interessant. Also, das steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Genau. Und ansonsten die Ostscheren eigentlich. Ja? Also die schwedischen Westscheren kannte ich schon früher von meinem ersten Boot und jetzt auch zweimal auf der Rückreise von Schottland. Die Westscheren auch gesehen. Da finde ich es witzigerweise so überfüllt mit Norwegern, dass ich eigentlich inzwischen festgestellt habe, die Ostscheren, da verläuft sich's noch leichter, wohl alle sagen, da ist auch voll. Ja. Du findest immer noch Buchten. Du musst dich ein bisschen von diesen
Revierführern lösen. Irgendwann lernst du Karten so zu lesen, sagen, Mensch, da könnte man ankern. Ja. Und dann fährst du da rein und dann findest du Buchten, wo manchmal nur einer gar keiner liegt oder so. Ich habe jetzt diesmal auch so viel gefunden, was ich nicht kannte, weil ich halt auf einer speziellen Route unterwegs war. Genau. Und dann dachte ich halt irgendwie, gut, dann will ich da auch längs fahren. Und wenn einmal guckst du genauer, auch wenn das eben nicht in den Revierführern steht oder auch nicht ausgetornt ist. Genau. Und wenn man dann aufzoomt, dann siehst du, es geht genauso. Genau. Weil du kannst auch, die Karten sind genau genug. Navionics zeigt mir wirklich alles an. Und wenn ich da irgendwie sehe, zwischen den Inseln ist 20 Meter tief, da kann ich da auch fahren. Also ich weiß noch, wie ich in den 90er Jahren die Westshare das erste Mal gemacht habe, in meinem ersten Schiff, nur Papierkarten. Also heutzutage, wenn du heute auf die Papierkarten guckst, sind die gleichen wie damals, aber die haben einfach diese Auflösung nicht, obwohl die schwedischen Karten ja schon extrem gut aufgelöst sind. Aber mit so einem Navionics-Zoom, wo du mit dem Finger immer wieder so machst und immer noch näher rangehst. Ja, und du weißt halt immer ganz genau, wo du in dem Moment auch bist. In den Karten ist es ja nur, dass du weißt, wie tief das so ist, aber du hast ja deine Position nicht zwingend da immer vor Augen. Ne? Und ich gebe zu, mein Echolot hat nicht mehr funktioniert dieses Jahr. Ich bin trotzdem in die kleinsten Buchten reingefahren, weil die Tiefenlinie, die Navionics dir anzeigt, wenn du immer auf diese 2-Meter-Linie zu fest, da dein Anker schmeißt, liegst du immer gut. Ja, also es ist echt, du brauchst manchmal nicht mal das. Ich habe irgendwo bei Hanko habe ich einen Felsen gesehen, der war nicht eingezeichnet. Also bin ich vorbei und dachte, da ist einer und dann kam noch einer. Aber es war auch wirklich die Ausnahme. Also, und ansonsten ist es oft auf einen Meter oder auf einen Zentimeter. Wie sagt man in Schäden oder wie sagt man bei den Scheren, entweder hast du den Felsen schon getroffen oder du wirst ihn noch treffen. Also ich habe so viele Grundbührungen in den Scheren schon gehabt. Das ist, also ich habe auch heftige drin gehabt, weil ich nach meinem Kartenblotter, der eine andere Auflösung hat als das Tablet, nach einer Karte gefahren bin, wo ein Felsen nicht verzeichnet war, der später, ich habe da immer nicht vorher ins Tablet geguckt, nicht verzeichnet war und bin da mit 4 Knoten draufgerauscht. Ja. Oh, und das tat richtig weh und da hat es mir damals auch die Windfahne kaputt gemacht, das war 2016, glaube ich, war das, oder 17 war das. Und das war echt heftig, ja. Aber das passiert ja ganz anderen Größen in dieser Welt auch. Ja, es gibt auch Leute, die beim Reinzoomen Riffs übers. Das wollte ich jetzt sagen. Ja, also man ist. Also das aber gehört dazu. Mein Gott, ich komme ja nicht deswegen in Seenot. Deine Passion ist ja auch so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, wenn man deine Blogs liest und die Filme guckt, hat man das Gefühl, der fährt eigentlich nur alleine durch die Gegend. Kann denn keiner leiden und findet da keinen, der mitfährt? Oder hat er keine Familie? Bestimmt oder nicht. Ist? Also, weil, die jetzige Freundin fährt extrem viel mit. Okay. Ist aber so, dass ich eine gewisse Öffentlichkeit nicht mit allen Leuten haben möchte. Also es gibt Leute, die einfach auch nicht im Blog erscheinen wollen. Deswegen gibt es manchmal Situationen, wo es einfach auch, man denkt, er ist allein unterwegs, bin aber nicht allein unterwegs. Gut, aber du bist oft allein. Ich bin allein oft, genau. Ich wollte sagen, also meine Freundin segelt seit 16 regelmäßig mit. Seitdem bin ich nicht mehr so viel alleine. 2014 war ich zum Beispiel 8 Wochen alleine, hatte aber einen Freund, der mit seinem Boot parallel gesegelt ist. Und dann konnten wir also ich finde immer auf See allein sein wunderschön, aber im Hafen in einer wunderschönen Bucht ist allein sein manchmal nicht so schön. Du willst einfach dieses tolle Erlebnis, das du hast, gerne teilen. Und es gibt so einen berühmten Satz aus Into the Wild, heißt einfach, Glück ist nur dann perfekt, wenn man es teilt. Und genau das ist, was beim Alleinsegeln dir manchmal fehlt. Deswegen mache ich witzigerweise, wenn ich alleinsegel, besonders viele Filme, schreibe besonders oft, weil ich einfach dann teilen möchte mit Menschen, die mir nahestehen, das, was ich gerade erlebt habe. Und wenn ich eben mit Leuten unterwegs bin, dann teile ich das mit denen. Ja. Und ich habe schon viele Leute, die immer anklopfen, mitsegeln wollen. Und ich versuche aber mir immer, also früher war das so, dass ich immer eine Woche oder 10 Tage jemand mitgenommen habe und dann eine Woche alleine war. Dann wieder 10 Tage Leute und dann wieder eine Woche alleine. Das habe ich versucht immer so einzuhalten. Das ging ganz gut. Meine Freundin hat jetzt sich im Beruf so organisiert, dass er halt auch oft mal 6 oder 8 Wochen dabei sein kann. Muss dann oft noch eine Woche mal arbeiten gehen. Und dann habe ich diese Woche für mich. Manchmal kommt natürlich dann so mein Sohn, ich will auch gerne mal wieder fahren und dann nehme ich ihn natürlich auch gerne mit. Und also ich könnte manchmal noch mehr Leute mitnehmen, manchmal würde ich einfach gerne aber noch mehr alleine segeln. Ja. Also das ist so immer zweischneidig. Ja. Also das ist so. Das machst du nächstes Jahr dann. Du meinst dieses Jahr, wir sind ja schon 2019. Ja, aber also, das Jahr fängt immer dann an, wenn das Boot, also bei mir, wenn das Boot ins Wasser kommt. Genau, ich bin ja immer im Wasser, deswegen hat das Jahr schon angefangen. Ich habe Silvester auch hier verfeiert. Okay. Also ich habe eigentlich keinen wirklichen Plan, wie es weitergeht. Aber es geht nicht wieder in irgendeinen Job zurück? Also erstmal nicht. Also jetzt mal, ich lebe jetzt gerade mit der Abfindung, die ich vom BR gekriegt habe. Das geht 2 Jahre. In 2 Jahren muss ich gucken, wie es recht kommt. Kann ich ein bisschen noch sparen, habe noch ein bisschen was gespart. Ich
muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig arbeiten, aber ich muss ein bescheidenes Leben führen und das kann natürlich bedeuten, dass ich halt doch das mache, was ich eigentlich immer schon machen wollte, einmal raus in die Welt segeln. Ja? Nicht das aber ich habe mir irgendwann mit 20 gesagt, ich will eigentlich mal nach Neuseeland segeln. Ja. Und das ist immer noch in meinem Kopf. Das kann jetzt dann kommen und ich weiß, dass man auf dem Boot unterwegs billiger lebt, als jetzt, wenn man in der Stadt in Flensburg im Hafen liegt. Wobei der Hafen nicht das teuerste ist, sondern die ganzen Verlockungen, die eine Stadt bieten, essen gehen, Kino gehen, Konzerte gehen. Also ich mache ja auch Musik und höre gern Musik. Also da gibt es schon viel Verlockungen. Und auf dem Boot unterwegs sein, das würde ich eigentlich schon ganz gerne machen für länger noch. Ich habe aber keinen einzigen Plan. Den einzigen Plan, den ich für dieses Jahr habe, ist, dass ich nochmal in den Rigaischen Meerbussen gehe, wo ich 2008 nur kurz war, damals mit Motorproblemen gleich nach Tallinn durchgeschossen bin. Dieses Mal mir die Inseln im Rigaischen Meerbussen länger anschauen will. Und dann wieder über Finnland und dann auch mal nördlich von Turku, vielleicht in die finnischen Schären, nach Norden segeln. Da war ich einmal auch noch nicht. Du hast ja auch diese Atlantikfahrt gemacht, ne? Ja. Habe ich auch den Film gesehen. Aber es ist ja absolut konträr zu dem anderen, was du so machst. Ne? Da alleine durch die Schären und jetzt auf einmal 3 Wochen nur Wasser und Leute um dich rum. So, da fragt sich ja, machst man das nur, weil einen jemand drum gebeten hat? Oder wolltest du diese Erfahrung auch mal machen? Oder wie fährst du es am Ende irgendwie? Also das Erste ist so, dass ich schon 2 Atlantiküberquerungen vorher hatte. Okay. Und zwar auch von der Karibik Richtung Azoren. Ja. Es waren aber 20 Jahre her. Und ich wollte immer mal die Passatroute fahren, am liebsten natürlich mit dem eigenen Schiff. Habe mich aber jetzt nicht drum bemüht, da was zu finden, weil die meisten ja auch Geld dafür wollen. Ne? Also alle, die ARC fahren, wollen natürlich auch irgendwas von der Crew haben. Das war mir einfach so doof. Und Ben und Steffi kannte ich eben aus meiner Ostseereise auch wieder. Die waren mit dem ersten Kind Elternzeit in der Ostsee unterwegs. Daher kannte ich die und das waren also schon Freunde. Freunde von mir, die habe ich noch verabschiedet im Mai in Burgtiefe. Da habe ich das Boot nochmal gesehen. Das hatten sich damals extra neu dafür gekauft und waren dann unterwegs. Und ich habe ihnen gesagt, wenn irgendwann mal was ist und Probleme habt oder Hilfe braucht, meldet euch einfach. Und habe natürlich zugesagt. Ja, und Atlantik ist immer ein Erlebnis. Also das muss man mal auf jeden Fall gemacht haben. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, muss es einmal erleben. Muss man jetzt nicht unbedingt alleine machen. Ist schon sehr einsam. Ich würde es mit meinem Boot mir aber auch alleine zu trauen. Würde ich vielleicht auch machen. Das nächste, wenn ich es mit meinem Boot machen möchte. Kann ohne weiteres passieren. Aber wir waren eine super Crew einfach. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, das hat das auch der Film wieder gespiegelt. Und das Witzige an der ganzen Geschichte, ich wollte eigentlich, weil ich ja eigentlich Kameramann bin und den ganzen Tag filme, ohne Kamera losfahren. Ich wollte mit nichts losfahren, außer meiner Gitarre und ein paar Sachen zum Anziehen, sonst nichts. Und da sagt meine Freundin, Andreas, kannst du nicht einfach losfahren? Du musst doch eine Kamera mitnehmen, mach doch ein paar Bilder wenigstens. Okay, und dann habe ich so eine ganz kleine Kamera und mein kleines Zoom-Tonaufnahmegerät noch schnell in die Handtasche gesteckt. Ist ja nichts Großes, kein riesen Aufwand. Und ja, und habe dann einen Film gemacht, der 90 Minuten läuft. Und ich mir schon gedacht, im YouTube, Mensch Gott, kannst du keinen 90-Minuten-Film mit Leuten zumuten. Und ich kriege so viel positive Rückmeldung, dass das anscheinend so spannend ist, dass die Leute das alles gucken. Ja? Also 90 Minuten an so einem Film dran zu bleiben, freut mich natürlich schon sehr, dass das funktioniert hat. Ja. Ich mache Filme, ich bin kreativ, aber ich bin kein guter Verkäufer und das habe ich noch nie geschafft. Und deswegen, wenn es irgendwie weitergeht mit meinem Leben, so wie es jetzt gerade läuft, dass ich immer irgendwie noch Geld zusammenkriege, Erspartes habe, wenn das weitergeht so, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ja. Und ab und zu mal ein bisschen Straßenmusik machen, das stelle ich mir vor. Oder in irgendwelchen Häfen dieser Welt, irgendwie Kneipen für Hut spielen oder so. Da kann man ja dann auch so ein Abendessen verdienen mit oder so, denke ich mir so. Geht doch eigentlich ganz gut. Finde ich auch super, ne? Also könnte ich mir auch vorstellen. Bloß ich kann keine Gitarre spielen, aber du kannst ja noch was spielen. Ja, vielen Dank. Ich könnte noch irgendwie den ganzen Tag so weitermachen, irgendwie total kurzweilig. Ja. Und das meine ich durchaus ernst. Das kann man auch machen, wenn wir das. Aber die Leute sagen immer, man darf keine YouTube-Videos so lange machen. Dann guckt keiner mehr. Ich kann das gar nicht glauben. Wir machen es einfach stundenlang weiter. Ja, wir müssen einfach weiter ratschen. Genau. Ja, danke dir, Andreas, für die
schönen Infos, für die tollen Geschichten. Und ich hoffe, wir sehen uns in den Scheren wieder. Genau. Weil du hast dich ja genauso verliebt in die Gegend wie ich quasi. Also da werden wir wohl immer wieder hinkommen. Gedacht, dass du mit dem Boot kommst, Mensch. Wir waren sowieso hier, weil wir mit Andreas ein Interview machen wollten. Okay. Und dann sagte Marc, das ist hier in Flensburg. Und dann dachte ich an dich, wir wollten uns ja schon lange sehen. Du hast ja gestern einen Vortrag gehabt. Genau. Bei Globetrotter und ich habe das ja nicht hinbekommen, leider. Und insofern, wie war's denn? Gut, ausverkauft. Ja? War schön. Das Publikum war, glaube ich, auch begeistert. Das ging um welchen Vortrag jetzt? Was Tasmanien. Tasmanien. Genau. Was hast du gemacht in Tasmanien? Ja, gepaddelt. Ja. Was sonst? Einmal rundherum, oder was macht man? Nee, nicht ganz rundherum. Also von Devonport im Norden, von dort nach Osten und dann im Prinzip die ganze Ostküste runter bis nach Hobart. Ja, wie viele Meilen sind das dann? Oder? Ich sag immer Kilometer. Rechnet ihr in Kilometer? 650 Kilometer. 650? Ja, ziemlich genau. Was mich interessiert, das hatte ich eben auch erzählt. Das hatte mich eigentlich am meisten beeindruckt. Wir haben uns ja kennengelernt beim Vortrag in Rostock, dass du sagst, dass du bist zu den Orlandinseln auch mal hochgepaddelt. Ja. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Da habe ich gut 8 Wochen gebraucht. Das war 2002 und das war tatsächlich auch bis jetzt die längste Tour, die ich gemacht habe. Ja. Das waren alles zusammen ungefähr 2000 Kilometer. Und über die ganzen Sachen schreibst du dann oder machst Vorträge? Ja, also sowohl als auch. Und jetzt ist auch gerade im Dezember mein erstes Buch erschienen. Ja. Du bist das Abenteuer ist der Titel. Und da schreibe ich im Prinzip über sämtliche Touren oder über einige Touren, die ich gemacht habe bis jetzt. Wenn ich über alle geschrieben hätte, wäre das Buch ein bisschen lang geworden. Ja. Aber es hat 288 Seiten, sind auch so ungefähr 60 Bilder drin. Ja. Ja, und ich bin total happy damit. Und es scheint sich auch ganz gut zu verkaufen. Ja, du bist ja jetzt auch um Dänemark rum oder du bist noch dabei, irgendwie alle Inseln aber. Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe gedacht, ich habe jetzt viel mehr Zeit, ich kann noch viel mehr machen, weil das wird alles ein bisschen eng. Ich wollte eigentlich um ganz Dänemark rum in 2 Etappen. Ja. Habe aber dann gemerkt, das wird nichts. Bin aber auf der Nordseeseite des Limfjords, Tuborøen heißt der Ort, glaube ich. Da ist ein Hafen, da bin ich gestartet. Und dann um Skagen rum wieder nach Flensburg. Und dann wollte ich eigentlich 2-3 Wochen später nochmal von Flensburg los und das andere Ende um Fünen, Seeland, Möhnen, Pfalzer, was da noch so kommt, von da nochmal. Und dann hätte ich das komplett gehabt, aber ich hoffe, dass ich es dieses Jahr schaffe. Aber auch dieses Jahr habe ich schon wieder andere Sachen, sodass ich das auch noch nicht genau weiß. Ja, was sind deine nächsten Pläne? Also dieses Jahr will ich eine Tour mit einem Stand-Up-Board oder eigentlich mit 2 Stand-Up-Boards um Nordeuropa, also durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland und dann von da wieder zurück auf einer 3-rädrigen Ape. Das ist so ein italienisches altes Lieferfahrzeug. Ja. Da will ich 2 Bretter dabei haben und dann einfach zwischendurch Leute, die ich treffe, einladen, mal ein Stück mit mir mit dem Stand-Up-Board zu paddeln. Ja, dann fahre ich jetzt am 9. Februar, fliege ich nochmal mit meiner Frau nach Tasmanien. Ja, ach so. Guck mir die Insel nochmal von der Landseite an. Ja. Und dann möchte ich eventuell, wenn ich das schaffe, auch nochmal eine Tour machen. Das war eigentlich meine erste lange Tour, die habe ich 2019 gemacht. 1999. Ja. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Und damals bin ich von Flensburg nach Oslo gepaddelt und jetzt würde ich das gerne nochmal andersrum machen. Von Oslo nach Flensburg? Von Oslo nach Flensburg sozusagen als 20 Jahre Revival-Tour. Ja. Und immer noch. Und immer noch dabei. Und immer noch dabei, natürlich. Ja, und wenn dennoch Zeit bleibt, dann will ich das Stück um Dänemark noch versuchen. Ja, cool. Wir wollten ja auch immer, ich will dich ja immer noch zum Segeln bringen und du mich zum Paddeln. Das kriegen wir ja auch noch wechselseitig hoffentlich mal hin im nächsten Jahr. Das wäre ein bisschen Fall mehr auch gut, Zeit haben. Genau. Ja, moin. Moin. Ich bin Mike, Kumpel von Klaus. Wir sind uns noch nicht begegnet, aber. Nee, nur medial. Also medial bin ich dir auch noch gar nicht begegnet, weil Klaus mir erst gestern oder so, glaube ich, das erste Mal überhaupt von dir erzählt hat. Werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Ja. Aber hat mir auch erzählt, dass ihr oder dass du um die Lofoten gepaddelt bist. Genau. Oder zumindest dort. Ja. Und das habe ich nämlich auch gemacht. Aha. Und auch. Ich habe sogar noch ein Stück von den Westerhallen mitgenommen. Ja, das hab ich nicht. Ne? Wir waren auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf der Innenseite. Wir waren zu zweit und eigentlich sehr paddelunerfahren, sind so ein paar Mal durch Schweden und auch in den Fjorden schon mal gewesen. Aber da außen mit den Strömungen, wenn die kippen, das ist schon ziemlich hart. Ne? Gepaddelt auch? Ja, gepaddelt. Ah, okay. Genau, hier auch 2 solche Seekajaks und genau so. Ja, das ist nicht ganz ohne, aber
man muss einfach genug Zeit im Gepäck haben, dass man dann zwar nur warten kann. Ne? Und man muss gutes Wetter haben und das hatten wir nämlich und das war echt total klasse. Das ich habe schon von Leuten gehört, die waren da 3 Wochen, haben nur 2 Tage die Sonne gesehen. Ich hatte dort für deren Verhältnisse wirklich einen absoluten Hochsommer mit ganz viel Sonne, 3 Tage Regen nur in 3 Wochen. Genau. Das und da habe ich gedacht, das ist vollkommen irre. Also mittlerweile sagt man mir auch nach, dass es ganz günstig ist, mit mir zu reisen, weil man dann immer gutes Wetter hat. Okay. Sagt die Statistik zumindest. Und Westeralen und Lofoten, was ist da, ist das? Ja, ist ja auch nicht viel anders. Die Lofoten gehen ja quasi in die Westeralen über. Nicht ganz so schroff dort die Berge, aber eigentlich genauso schön, genauso dünn besiedelt, fast noch dünner, würde ich sagen. Ja. Ja, und gerade für Paddler wirklich ein traumhaftes Gebiet. Okay. Wenn man die Außenküste erstmal hinter sich hat, dann findet man ja eigentlich auch überall geschützte Ecken. Ja. Und auch wenn die Segler dort nicht so viele Probleme haben mit Tiefgang, aber das ist einfach der ganz große Vorteil, den man als Kajakfahrer hat. Da, wo es einem gefällt an Land, dann geht man an Land, egal wie tief es ist. Du bist natürlich auch immer mit Zelt und so unterwegs. Genau. Genau. Ja, das ist ja auch das. Also wir haben da jede Nacht auf einer anderen eigenen Insel. Ja, ja. Und das Tollste ist ja auch überhaupt, ich weiß, wir haben, ich glaube, einmal nachts um 3 angelegt, weil es ja ständig hell ist. Ne? Also je nach Jahreszeit, also als wir da waren, ne, konntest du die Nacht durchfahren. Das war echt klasse. Ja, ich habe im Vorfeld der Reise auch immer gedacht, irgendwann werde ich mal eine Nacht paddeln, aber ich war so drin in dem Rhythmus, dass das doch nie dazu gekommen ist. Wir haben uns echt ein bisschen notgedrungen gemacht, weil wir haben nichts gefunden. Es war ja auch überall so schroff und dann sind wir immer weiter und als wir dann endlich einen schönen Platz hatten, war es halt, haben wir die halbe Nacht schon hinter uns gehabt. Ne? Ja, schön, dich kennengelernt zu haben. Guck mir auf jeden Fall. Ich danke ja noch ein bisschen. www.kajaktraum.de. Genau. Tschüss. Tschüss.